Wir werden hier die gleichmäßige Kreisbewegung von solch einem Punkt P genauestens unter die Lupe nehmen. Schauen wir zuerst diese Animation vom Riesenrad. Wir betrachten genauestens die Bewegung von diesem Punkt P. Da ist er wieder, dieser Punkt P. Dieser Punkt P legt gleich große Winkel in gleichen Zeitabständen zurück. Genau das bedeutet, dass die Kreisbewegung gleichmäßig ist. Und zwar so, dass der zurückgelegte Winkel Alpha, den wir hier erkennen, geteilt durch die dazu benötigte Zeit, immer dasselbe ist wie der volle zurückgelegte Winkel 2π, geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die Zeit, die dieser Punkt P braucht, um einen vollen Kreis zurückzulegen, das heißt auch die Zeit, die der Punkt P braucht, um den vollen Winkel 2π Radian zurückzulegen, diese Zeit nennt man Periode dieser Kreisbewegung und die wird in der Physik mit groß T bezeichnet. Die Einheit der Zeit klein t, das ist selbstverständlich dieselbe wie die Einheit der Periode groß t, das ist Sekunde. Und die Einheit des Winkels Alpha, das ist selbstverständlich auch die Einheit des besonderen Winkels 2π, das sind Radiant. Die Winkelgeschwindigkeit Omega, die wird definiert durch diesen Bruch Alpha geteilt durch t. Die Winkelgeschwindigkeit bei dieser Kreisbewegung ist also gleich zum zurückgelegten Winkel geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Dieser Bruch ist aber gleich zu 2π geteilt durch groß t. Halten wir diese zwei Formeln hier schon mal fest. Die Winkelgeschwindigkeit ist immer der zurückgelegte Winkel Alpha geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und dieser Bruch ist automatisch gleich zu dem vollen Winkel 2π Radian geteilt durch die dazu benötigte Zeit, die Periode groß T. Aus dieser Formel, Omega gleich Alpha geteilt durch T, können wir selbstverständlich schlussfolgern, dass Alpha Omega mal T ist. Und anhand dieser Formel sehen wir auch, dass die Einheit von der Winkelgeschwindigkeit gleich ist zu Radiant geteilt durch Sekunde. Diese Kreisbewegung von diesem Punkt P, ich halte sie hier mal ein, diese Kreisbewegung vom Punkt P wird hier zerlegt in zwei einzelne Bewegungen. Einmal die Bewegung der Abszisse von diesem Punkt P im Laufe der Zeit klein t und zweitens die Ordinatenbewegung, also die Bewegung von der Ordinate dieses Punktes P im Laufe der Zeit t. Das heißt also hier, diese gleichmäßige Kreisbewegung von dem Punkt P wird in zwei geradlinige Bewegungen zerlegt. Die Abszissenbewegung ist somit eine Funktion der Zeit und die Ordinatenbewegung ebenfalls. Stoppen wir mal diese Animation. Stoppen. So, setzen wir das so schön zurück im ersten Quadranten. Und analysieren wir mal diese Bewegungen. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier können wir schnell erkennen, dass die Abszisse von dem Punkt P, das heißt von da bis da, dieses x von t, nichts anderes ist als der Radius der Kreisbewegung mal Cosinus von diesem Winkel Alpha. Diese Funktion x von t ist also gleich zu r mal Cosinus von Alpha. Aber da Alpha ja dasselbe ist wie Omega t, wissen wir, dass x im Laufe der Zeit t dasselbe sein muss wie r mal Cosinus von Omega t. Dasselbe machen wir für y. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier erkennen wir sofort, dass die Ordinate y von t, die man auch da ablesen kann,
nichts anderes ist als der Radius der Kreisbewegung mal Sinus des Winkels Alpha. So. Und auch hier dürfen wir Alpha ersetzen durch Omega mal t. Ist gemacht. Kommen wir auf x zurück. Die Abszisse x im Laufe der Zeit ist also gleich zu r mal Cosinus Omega t. Die Ableitung dieser Abszissenfunktion ergibt dann also die Abszisse der Geschwindigkeit. Die Abszisse der Geschwindigkeit v ist die Ableitung von der Abszisse gegenüber der Zeit t. Also müssen wir das hier ableiten gegenüber t. Diese multiplikative Konstante fliegt aus der Ableitung raus. Und Cosinus Omega t, das ist eine Kettenfunktion. Zuerst leiten wir die Funktion cos ab. Ableitung von cos ist minus sin. Diese Ableitung soll aber nicht mit t, sondern mit f von t ausgedrückt werden, Omega t. Und dann ist das Ganze noch zu multiplizieren mit der Ableitung von Omega t, das heißt mit Omega. So finden wir also die Abszisse der Geschwindigkeit dieses Punktes p. Die Abszisse der Beschleunigung finden wir, indem wir die Abszisse der Geschwindigkeit ableiten. Die Abszisse der Beschleunigung ist also die Ableitung davon gegenüber der Variablen t. Zuerst mal minus r mal Omega ist eine multiplikative Konstante und die fliegt aus der Ableitung raus. Also steht da vorne schon mal minus r mal Omega. Und jetzt müssen wir noch diese Kettenfunktion Sinus Omega t ableiten. Die Ableitung vom Sinus ist der Cosinus. Diese Ableitung soll ausgedrückt werden mit Omega mal t. Steht da. Und dann soll das Ganze noch multipliziert werden mit der Ableitung von Omega mal t gegenüber der Zeit t. Und das ist Omega. Daher dieses zweite Omega. Dasselbe machen wir jetzt hier für die Positionsfunktion der Ordinate y von diesem Punkt P. Wir machen also dasselbe für diese Funktion y im Laufe der Zeit. Zuerst einmal leiten wir die Funktion y von t ab. So finden wir dann die Ordinate der Geschwindigkeit von diesem Punkt P. Und die Ableitung von diesem y von t, das ist r, multiplikative Konstante, fliegt raus. Hier wird noch der Sinus von Omega t abgeleitet, gegenüber der Variablen t natürlich. Und das ergibt dann Cosinus von Omega t mal Omega. Jetzt leiten wir noch die Ordinate der Geschwindigkeit ab und finden somit die Ordinate der Beschleunigung. Die Ordinate der Beschleunigung ist also die Ableitung von dem gegenüber der Variablen t. Das führt dann sofort zu dieser Ordinate der Beschleunigung. Durch diese Rechnungen hier haben wir zuerst einmal die Koordinate vom Positionsvektor OP berechnet. Das ist also r Cosinus Omega t, r Sinus Omega t. Dann haben wir noch die Koordinate von der Geschwindigkeit des Punktes P berechnet. Die Koordinate vom Geschwindigkeitsvektor ist also minus r mal Omega mal Sinus Omega t, r Omega mal Cosinus Omega t. Und dann haben wir auch noch die Koordinate vom Beschleunigungsvektor berechnet. Seine Abszisse ist diese Zahl und seine Ordinate ist diese Zahl. Halten wir diese drei Vektoren hier einmal fest. Der Positionsvektor OP, dieser da, der hat als Abszisse x von t, das heißt r Cosinus Omega t, steht da. Seine Ordinate ist y von t, also r Sinus Omega t, steht da. Die Abszisse vom Vektor v, das ist diese Zahl, die kommt von vx, das heißt diese Zahl. Und die Ordinate vom Geschwindigkeitsvektor, das ist r Omega Cosinus Omega t, genau die da. Die Beschleunigung a hat als Abszisse diese Zahl, die kommt von ax, also von da. Und die Ordinate, das ist diese Zahl, das ist die Zahl ay, diese da.
Wir werden zuerst die Größe der Geschwindigkeit berechnen, das heißt die Norm oder auch die Länge von diesem Vektor v. Durch Pythagoras wissen wir, man rechnet die Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat. Tun wir das. Um die Länge von diesem Vektor v zu bestimmen, berechnen wir Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat und diese Summe steckt man unter die Quadratwurzel. Als Länge von v erhält man also diese Quadratwurzel durch den Satz des Pythagoras. Dieses Quadrat ergibt r Quadrat Omega Quadrat mal Sinus Quadrat von Omega t und dieses Quadrat ergibt r Quadrat mal Omega Quadrat mal Cosinus Quadrat von Omega t. In dieser Summe können wir dann also r Quadrat mal Omega Quadrat ausklammern und zwischen Klammern bleibt noch Sinus Quadrat von Omega t plus Cosinus Quadrat von Omega t. Aber diese Summe, die ist durch die Grundformel der Trigonometrie gleich 1. Also bleibt noch die Quadratwurzel von r Quadrat mal Omega Quadrat. Und das ist Omega mal r. Daher also die Formel, die Lineargeschwindigkeit bei der gleichmäßigen Kreisbewegung ist immer gleich zur Winkelgeschwindigkeit Omega mal Radius von dieser Kreisbewegung. Daher also die Formel V gleich Omega mal R. Um die Länge des Beschleunigungsvektors zu bestimmen, könnte man genauso vorgehen wie hier. Wir machen es etwas anders, denn wenn man hier dieses Minus Omega Quadrat, das auch da steht, vor die Koordinate multiplizieren lässt, dann bleibt als Koordinate drin R Cosinus Omega T, R Sinus Omega T. Das heißt genau die Koordinate von OP. Woraus wir also schließen können, dass der Beschleunigungsvektor A nichts anderes ist als Minus Omega Quadrat mal Positionsvektor OP. Aber dann bedeutet das doch, dass der Vektor A Beschleunigungsvektor ein Vielfaches vom Vektor OP ist, Positionsvektor. Also müssen A und OP schon mal parallel zueinander sein. Und diese Vorzahl ist eine streng negative Zahl. Also sind A und OP nicht nur parallel zueinander, sondern sie sind entgegengesetzt. Also der Vektor OP, der zeigt nach oben rechts bei dieser Position, dann muss dieser Vektor A nach unten links zeigen. Dieser Vektor A, Beschleunigungsvektor vom Punkt P, zeigt also immer zum Kreiszentrum hin. Hier draus können wir auch schließen, dass die Länge des Beschleunigungsvektors Omega Quadrat mal die Länge des Positionsvektors ist. Und die Länge vom Vektor OP, das ist der Kreisradius, also R. Daher diese Formel A gleich Omega Quadrat mal R. Wir werden das noch ein bisschen anders schreiben. Wir machen hier draus einen Bruch, also wir teilen durch 1 und multiplizieren den Bruch oben und unten mit diesem Radius R. Dann sieht A so aus. Warum haben wir das gemacht? Weil Omega R, die Zahl, die hier zwischen Klammern steht, das ist genau die Geschwindigkeit V. Diese Formel haben wir eben bewiesen. Also dürfen wir Omega R, dieses Omega R, ersetzen durch V. Und so finden wir dann die Formel, dass die Beschleunigung, die Länge des Beschleunigungsvektors, V² geteilt durch R ist. Das ist die Formel, die man im Physikunterricht findet. Jetzt wissen wir, woher sie kommt. Schauen wir uns jetzt nochmal genauestens diese drei Vektoren an. Alles andere mache ich mal kurz weg. Wir haben jetzt hier diese drei Vektoren. Wenn man genauestens hinschaut,
dann sieht man, dass der Vektor OP skalar multipliziert mit V, das heißt Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate, genau 0 ergibt. Dieser Vektor V skalar dieser Vektor OP, das ist Abszisse mal Abszisse, das ist diese Zahl, plus Ordinate mal Ordinate, das ist diese Zahl. Das ist aber zweimal genau dieselbe Zahl, nur einmal mit Plus und einmal mit Minus versehen. Was also heißt, dieses Skalarprodukt ist gleich 0. Woraus wir schließen, dass diese beiden Vektoren orthogonal zueinander sind. Der Vektor V, Geschwindigkeitsvektor von Punkt P, ist also immer orthogonal zum Vektor OP, Positionsvektor von Punkt P. Das bedeutet also, OP und V bilden in jedem Augenblick einen rechten Winkel. Daraus können wir sofort schließen, dass die Geschwindigkeit tangent zur Kreislinie sein muss. Und das in jedem Augenblick. Schauen wir uns das in der Animation an. So, in jedem Augenblick ist der Geschwindigkeitsvektor tangent zur kreisförmigen Laufbahn und auch ständig orthogonal zum Positionsvektor OP, also automatisch auch orthogonal zum Beschleunigungsvektor A. Dieser Beschleunigungsvektor A zeigt in jedem Augenblick zum Kreiszentrum hin. Somit wissen wir also, woher diese Formeln aus dem Physikunterricht stammen und haben so auch die gleichmäßige Kreisbewegung durch einfache Mathematik genauestens analysieren können.